Aloha Leute, es ist 23 Uhr und nachdem ich mich kurzerhand dazu entschlossen habe, Siren auf Level 100 zu machen, damit der Itemwandler verbessert wird, fliegen wir auch ganz einfach mal zur Schlachtschiffinsel, wie ich das, glaube ich, vorher schon mal erwähnt habe, und fangen mit dem stillen Ozean an. Xell ist in der Truppe, das sollte man haben. Da das Ganze nämlich enorm vereinfacht. Auch den Weg zu Ultima Weapon und dann die Punkteeinteilung mit dem Druckausgleich und so weiter. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich habe kurzerhand jetzt auch noch Rinoa alias Arisa durch Irvine ersetzt, weil der schon Level 100 ist. Und ich will ja zwischendurch nicht irgendwie Punkte damit verschwenden, dass ich sie aus Versehen level. Hintergrundmusik könnte ein kleines bisschen leise sein. Es liegt aber daran, dass ich jetzt die Lautsprecher vom PC nicht so mega laut machen kann in der Nacht. Und ich nehme ja mit Mikro den Ton auf. So. Den Weg zum stillen Ozean, den man da eben hinuntergeklettert ist, schaltet man frei, indem man, nachdem man Bahamut besiegt, einfach mit allen Personen auf dem Ragnarok redet und dann wieder auf die Insel rauf. Unter den Trümmern befindet sich ein Pult. Hm? Lebt das Ding? Energie zum Bewegen der Ebene 20, ausreichend bis zum Ausgrabungsort. Die Situation erklären? Nein. In dieser Ebene werden 4x4 benötigt. Das Türschloss zur Ebene 2 wird entriegelt. Okay, also 4 Blöcke gehen schon mal hops. Vorgang abgeschlossen. Die Tür zur Ebene 2 wird geöffnet. Ja. Das kostet auch am meisten. Für die nächsten Ebenen nehme ich immer nur einen Block. So, hier ist noch eine solche Maschinerie. Wie viele Einheiten zuordnen? Eine nur. Jo. Tür zur Ebene 3 wird geöffnet. Ja, mach die Tür up hier. So, natürlich nur eine Einheit. Ja, ausführen. Tür zur Ebene 4 wird geöffnet. Ja, schön. Weiter geht's. Und noch eine Einheit. Jo. Tür zur Ebene 5 wird geöffnet. Ja, feine Sache. Hätte ich mir nach 2, 3 und 4 gar nicht denken können. So. Und da ist auch schon der Fahrstuhl. So, noch eine Einheit verbrezeln. Ich gehe ja gern sparsam mit dem Druck um. So. Jetzt zeigt sich auch gleich, warum ich Xell mitgenommen habe. Moment mal, Maschinen sind meine Stärke. Zu blöd, wenn jetzt die Tür kaputt geht. Richtig, Xell kennt sich aus. Hast recht, sie gehört dir. Ich bin ein Maschinenfreak, überlass alles nur mir.
dieses hier und dieses, das dort oder doch nicht? Hey, wo kommt der Dampf dort her? Ich weiß, ich ruhe mich nur aus. Ach ja, das hier natürlich. Wir hätten es doch lieber lassen sollen. Das ist zwar nicht, was ich wollte. Bam. Die Tür zum stillen Ozean wird geöffnet. Schaut, seht her, yeah. Hahaha. Mit Stärke meint man normalerweise was anderes. Na, egal. Hauptsache, wir kommen weiter. So. Jetzt wäre es ganz praktisch, wenn Nova diese Fähigkeit hätte. Ah, nein, hat er leider nicht. Welcher von den anderen Charakteren hat diese schöne Fähigkeit denn jetzt für sich beansprucht? Rauben. Brauche ich. Hat hier noch einer was? Ja, Rauben. Das ist doch nett. Wäre eine feine Sache, wenn das gleich mehrmals klappen würde. Ich habe jetzt vor, auf dieser Ebene, die jetzt kommt, hier gleich kommt Triple Visage, das ist unumgänglich, hier bei der Stufe. Selbst wenn man Monster 0% Ability ausgerüstet hat, ist da wurscht. Nämlich auf dem Weg nach unten zu Ultima Weapon kommen immer mal wieder Kämpfe. Auf dieser Ebene ist es immer Triple Visage. Auf der nächsten Ebene sind es immer Grendel und ein Galchimisera. Auf der Ebene danach, ich glaube, immer ein Behemoth, danach immer ein Rubrum-Drache und danach immer Stahlgigant in Doppelpack. Das wäre auch ganz nett, wenn das jetzt mal hier... Was soll das denn? Oh nö, Irvine, ey. Hast dich jetzt echt konfus machen lassen, oder was? Vollpfosten. Was? Was soll das denn jetzt? Boah, Leute, ihr lasst euch von so einem Fuzzi-Kopf hier konfus machen. Ist doch nicht euer Ernst. Boah, ey. Ja, ist klar. Ja, Da gibt's nichts zu klauen. Ja, wir klauen mal Irvine. Ach, was für ein V4-Effekt. Der erste schlägt natürlich total fehl und dann kommt so eine Scheiße dabei rum. Diebstahl fehlgeschlagen. Wieso Diebstahl fehlgeschlagen, Leute? Ernsthaft? Gib mir Kralle des Fluchs. Boah, ey. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wenn er mir jetzt nicht so einfach so Kralle des Fluchs gibt, ne, dann finde ich den seine Adresse raus und dann beglücke ich mich mit seiner Mami. Giftpuder. Ich krieg die Krise. Ah, Gott. Ich hatte jetzt ja eigentlich gänzlich was anderes vor. Ja, okay, da verschwende ich jetzt nicht weiter was dran. Lass mich raten, keiner von euch hat konfus sauber, ne? Ja, okay, doch, 67 Mal, schön. Solche Tobsucht. Ja, ist klar, konfus, ja. Hier. Dann halt so. Ja, wir nehmen nicht so. So. Triple Visage. Komm jetzt.
Eisenschneider. Ich glaub es nicht. Weißt du, wenn ich vorher 8 Stunden am Stück wie so ein Bekloppter auf der Insel hier Tor zur Hölle auf und ab renne und am Trainieren bin und dann hier Morbol und so eine Scheiße kommt und Rubrumdrache, wo meine Technik nicht funktioniert mit den Zombie machen und beleben, denn kommt der kleine Pisskopf von Odin nicht ein einziges Mal, aber wenn ich einen Triple Visage berauben will für Kralle des Fluchs, weißt du, dann kommt er sofort. Giftpuder, ist klar. Habe ich ja so dringend nötig, das Zeug. Meine Güte. Ihr habt euch nichts Nützliches, ne? Nix, nix Nützliches. Da, jetzt kommen hier Kommandos. Level Plus und Level Minus. Geht doch. Mich da mal mit ausstatten und dann so eben mal gucken. Kann doch echt nicht wahr sein. Da müsste noch einer kommen. Ja, drei auf einer Ebene. Jetzt aber. Ja, Überraschungsangriff, ne? Eisenschneider, komm. Ja, hätte ja auch echt den Po beglückt, wenn du das gemacht hättest. Und funktioniert das überhaupt? Oder ist das schon Level 100? Ah, Level von Triple Visage ist um 5 gestiegen. Hey, was sagen wir denn dazu? Kralle des Fluchs 6-mal gestohlen. Geht doch. Wer sagt's denn? Ja, ich weiß, da gibt's nichts zu klauen. Ist schon klar. Wenn er nicht durch Cells Angriff jetzt über den Jordan geschickt wird, dann gebe ich ihnen eben die Absolution durch Beleben. Obwohl man ja um Absolution betteln muss, aber naja. Er hat ja förmlich mich drum angefleht. So. Also. Bei solchen Sachen auf jeden Fall Level Plus bzw. Level Minus nicht vergessen, um den Level des Feindes erstmal darauf anzugleichen, was ihr eigentlich von denen haben wollt. Wer sagt's denn? Einmal raus und wieder rein und dann klappt wieder von vorne mit Triple Visage. Hey, cool. Wer sagt's denn? Kann sich ja jetzt nur noch um Stunden handeln. Ne? Weil 100-mal Kralle des Fluchs und so weiter. Und wehe, Irvine, du lässt dich jetzt von von dieser 33% Kung-Fu-Chance in, ne? In den Hintern bängeln, ne? Dann ist aber was los. Level von Triple Visage ist um 0 gestiegen. Dann war der also schon Level 100. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was der Kleine für uns hat. Und wehe, Irvine. Ich warne dich. Ich schwör's dir, wenn du jetzt konfus bist, dann ist der nächste Mantel, den du trägst, aus deinem Hodensack gemacht. Diebstahl fehlgeschlagen. Was haben die bitte für eine Erfolgschance von Rauben? Kann mir erstmal bitte einer sagen.
Diebstahl fehlgeschlagen. Das gibt's doch echt nicht. Ja. Ausweichen können sie, aber klauen nicht. Boah, Leute, Leute. Jetzt ist aber mal eh noch. Ja, schmelz ruhig. Kalle ist bloß 6-mal gestohlen. Ey, geht doch. Mensch, zum krönenden Abschluss nochmal. Das ist doch was. Ja, okay, das mit den... Warte. Ich behelfe mir einfach durch andere Sachen. Hey, komm. Wo haben wir das denn? Heilen. Passt doch. So, und zack, da kommt der nächste. Ist ja so auch ganz schön. Dass man immer weiß, dass genau an dem Punkt ein Triple Visage kommt. Ist doch eine feine Sache dann. Ja, Level Plus. Und dann rauben. Und wie, es funktioniert nicht. Und ist es wie einer, der niedriger ist, komischerweise? Ja, komisch. Kalle ist los, 8-mal, hey, geht doch. Jetzt überhäufen sie mich ja auf einmal mit Glück. Da gibt's nichts zu klauen, okay. Ja, ich weiß. Der macht nicht sehr viel Schaden, weil mein Körperwert so hoch ist. Dann heile ich doch einfach mal schlichtweg Irvine wieder auf seine vollen HP. Ja, schön. Und danach beleben wir auch mal Triple Visage. Der uns so ausdauernd auf den Sack gehen kann, dass wir gar nichts anderes machen können, als ihn mit wachsender Begeisterung schön auf den Sack zu hauen. Ja, und weil das Ganze so ein Mörder-Spaß macht, muss ich das jetzt sage und schreibe so lange machen, bis ich endlich mal 100-mal Kralle des Fluchs habe. Was ich denn damit anstellen werde, zeige ich euch im nächsten Part. Wir sehen uns dann in Anführungsstrichen gleich wieder, wenn ich das denn heute noch mache oder schaffe oder Bock drauf habe oder wie auch immer. Oder es hinbekomme, das vor dem Punkt der absoluten Verzweiflung hinzukriegen, dann sehen wir uns wieder. Mit 100-mal Kralle des Fluchs umwandeln und dann geben wir, glaube ich, jemanden 100-mal Ultima oder aber wir bringen Quistis eine schöne neue Attacke dabei. Naja, bis denn dann.